Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute hebeln wir die Souvenir-Packages auf vom letzten Major. Und sorry mal dafür, eigentlich war ja das Video schon für letzte Woche angekündigt, aber meine Facecam hat den Geist aufgegeben, das habe ich mir eine neue zugelegt. Und die Settings sind halt jetzt ein bisschen, ja, also, keine Ahnung, auf jeden Fall die Webcam, also die Facecam ist halt, die überlichtet komplett. Ich meine, es ist mega dunkel in dem Raum, nur es kommt halt jetzt so hell rüber. Ihr seht meine Hand, wenn ich die jetzt da nach hinten tue. Die ist so weiß wie die Wand. Also, ich meine, gut, aber in dem Video geht es ja heute nicht um mich, sondern um die Packages, die wir hier aufheben werden. Und um das, was wir wieder erziehen werden. Ich habe 11 Stück, ich habe aber nicht von jeder Map, glaube ich. Alle Maps habe ich nicht. Auf jeden Fall. Ich habe auch bei den Sticker nicht so genau geachtet, wer da jetzt was gesigned hat. Ich habe halt drauf geguckt, dass eher Vitality oder schon die Teams dabei sind, die, was sag ich mal, wenn ich so was Krasses ziehen würde, die Sticker dann halt auch den Wert noch vielleicht ein bisschen erhöhen könnten. Und ja, wir starten es einfach mal mit Train. Und ich hoffe, bitte, ich meine, ich habe in letzter Zeit wirklich komplettes Pech beim Geben. Geben gönnt mir gar nichts mehr. Aber ich hoffe, dass da heute jetzt nicht nur Bullshit gezogen wird. Ich meine, die Mac 10 ist halt jetzt nicht so das Nice. Also jetzt nicht so krass. Aber aus der Train Package ist halt generell jetzt nicht so der krasse Loot drinnen. Warte mal, was ist das jetzt? Train, was war denn das für eine Map dann? Ah, das war eine Vertigo. Lol. Ich dachte, das wäre die Train schon. Okay, egal. Dann machen wir halt jetzt die Train auf. Da ist die Tech 9, aber die geht auch nicht so viel Geld weg. Ich glaube, das ist die Eagle, das krasseste, was du jetzt nicht hast. Oder die M4 in FN. Das wäre, glaube ich, das krasseste, was man hier geben kann. Dann interessiert mich das eigentlich, kann man die Skins inspecten mit den Sticker drauf? Hallo? 01, okay, das ist jetzt nicht krass. FT, ja. Okay. So, was haben wir eigentlich für Maps? Wir haben Mirage, wir haben die 2, Inferno, Overpass, Overpass. Ich habe so ziemlich viel Inferno. Für die Overpass mache ich zum Schluss auf, weil das ist so mit die krassesten, finde ich, was man, also wo man das krasseste ziehen kann. Ja, dann Mirage, die 2. Ja, 8 Revolver. So, inspect das mal. Okay, man sieht das nicht mit den Stickern drauf. Schade, sonst wäre das ziemlich nice gewesen. Okay, ja, dann wird das halt in der Fan-Show. So, geben, bitte. Ich hoffe, bitte, irgendwas will ich heute reinlacken. Irgendwo. Aber die Skatfende ist es nicht. Und die Sticker finde ich, also die neuen Souvenir-Sticker, viele haben ja die geflamed, weil die jetzt nicht so komplett gold sind, aber ich finde die eigentlich ziemlich nice, wie zum Beispiel beim Face, wo man das den roten Hintergrund halt hat, das kommt das Golden irgendwie mir zur Geltung. Also ich finde die, ja, sie sind anders und sie sind auch nice, aber auf eine andere Art und Weise, meiner Meinung nach. Auch nee, jetzt kommt gleich wieder die fucking Sirene. Jungs, ich versuche heute schon jetzt seit 2 Stunden dieses Video aufzunehmen. Ja, so, die Sirene hat wieder aufgehört. Was ich aber noch vergessen habe zu sagen, dadurch, dass ich das Video sozusagen erst diese Woche aufnehme, kann ich ja das gleich kombinieren mit dem Giveaway. Kommt jetzt noch ein Gewitter oder was? Auf jeden Fall kann ich das ja mit dem Giveaway kombinieren und kann heute halt auch gleich den Gewinner ziehen von der Cyrix Giveaway. So, und dann lass gleich mal die nächste Case aufheben. Die UMP 45 Blaze habe ich sogar in Souvenir FN. Die Max 7, das wäre halt auch so ein Skin, wo ich mir denke, Digga, also, wenn nicht wie die Sticker dann darauf zurückgegeben kommen. Aber das könnte dann halt auch einiges wert sein. Auf der MP9 denke ich mir, okay, das wird mega lit aussehen. Die Glock 18 wäre gar nicht auch nice. Ein FN? Bruder, Alter. Wäre, glaube ich, sogar einiges wert. Ich meine, ich weiß jetzt nicht alle Preise auswendig, aber
Da weiß ich schon mal, nö. 0,07. Das ist irgendwie schade. Schade. FN wäre nice. Ja, okay, wir haben hier jetzt noch eine D2. Wir haben hier ja, das ist noch die D2. So, was haben wir hier? Ja, egal. Heben wir einfach. Geben gönnen wir eh nichts und es wird wieder grau. Nice. So, dann haben wir hier Inferno, dreimal Inferno, viermal Inferno. Ja. So, wobei die Inferno, das sind ja die neuen Skins. Also gibt es ja neue Skins jetzt seit dem vorletzten Major, seit Catawise, glaube ich, ist das. Und die SG wird, glaube ich, schon richtig sick. Die SG, die Dwarbrads, die AK wäre auch nice. Also nice. Mir persönlich gefällt sie ja nicht, aber die wird sicher für einiges an Geld bieten. 7, bitte 50. Wir reiben einfach mal die SG. Und hassen einfach mal geben für den nächsten Grauskin, ne? Der MP5, ich spiele generell, mir gefällt die MP5 gar nicht. Sie ist zwar sehr präzise, aber die macht keinen Damage, wirklich. Okay, diesmal kein Grau. Okay, Flo ist scheiße. Komm, geben bitte, gib mir irgendwas. Ich meine, ich hebe schon so viel Kiste auf. Ich bekomme keine Knives, keine Handschuhe, ich bekomme gar nichts. Ich bekomme nur Blue. Hier bekomme ich nur Grau. Früher warst du viel netter zu mir, wirklich. Letzten Dreifer. Es ist, ja, es ist einfach. M4 wäre schon nice, bitte. So, Oberpest ist meiner Meinung nach die krasseste Package Container. M4 ist Masterpiece. Das wäre wirklich mega lit, so wie die USPS, die wir höher auch. Wie gesagt, es ist halt auch wieder kein Skin, den ich so entscheue, aber der geht für gut Geld weg. Oder die ab, die würde ich sogar feiern, wenn ich bin. Jetzt habe ich schon mal gezogen in dem Wii. So, da steht sogar schon dabei. FT, MV, N. Wie? Komm, Game, bitte. Gib mir was Nices. Ah, die Deagle wäre auch schon nice gewesen, Alter. Also, die Deagle hätte mich schon gefreut. Das tut so weh. Ich meine, dadurch, dass die das ja heuer anders, also bei den Major anders gemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So sind ja die Souvenir-Packages nicht so teuer gewesen. Was hat man da gezahlt? 2,20 € oder so? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall war wieder exquisit, was man hier bekommt. An Loot, das ist wirklich unbelievable. Wow. So, na egal. Es ist ja nichts Neues, es ist halt Game Case Opening, es ist immer ein Reinfall. Es ist so der eine aus 1000 Case, wo du mal ein Knife ziehst. Und dann ist es halt meistens eh wieder irgendein Bullshit-Knife. Aber wir werden halt jetzt einfach mal den Gewinner von dem Giveaway auslosen. Und zwar gab es ja, wie gesagt, eine M4 als Cyrex in FT. Oh mein Gott. Jetzt dachte ich schon, es nimmt nicht auf. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott, wenn ich das Fullscreen mache, sehe ich nämlich... Oh mein Gott, Digga, ich dachte schon, das Video wäre schon wieder... Huh! Huh! Da wäre ich jetzt richtig Ziel lauter Bullshit und dann nicht mal ein Video zum Uploaden. Das wäre so richtig die Katastrophe. Auf jeden Fall, ich musste ja beim letzten Video kommentieren, das positiv werden und ein Abonnent meines Kanals sein. Wenn ihr das nicht gemacht habt oder das letzte Video nicht gesehen habt, dann seid ihr beim Giveaway jetzt nicht dabei bei der Auslosung. Aber es wird nicht das letzte Giveaway auf meinem Kanal gewesen sein. Für Dezember habe ich wieder was geplant. Es wird zwar jetzt, wobei das rede ich jetzt gar nicht an, Jungs. Ich weiß, manche Leute von euch sind da schon ziemlich hyped drauf, was da im Dezember wieder kommt oder kommen könnte oder was wie das dann ablaufen wird. Aber dazu werde ich mal ein extra Video machen.
So, der Gewinner wird sein. Wieso habe ich hier eine fucking Werbung? Ich habe das doch extra rausgeklärt. DFHHDF. Naja, beim nächsten Mal wahrscheinlich etwas mehr Glück. Dude, du hast Glück, du hast die M4S Cyrix gewonnen. Glückwunsch mal an dich, Bruder. Ich werde dich unter dem Kommentar kontaktieren, einfach dann mit einer Trade Whale antworten und dann werde ich dir den Skin so schnell wie möglich zuopfern. So, und bevor ich dann eigentlich auch das Video schon wieder beende, habe ich noch eine kurze Frage an euch. Und zwar spiele ich mir schon länger mit dem Gedanken, über den Craft zu machen, also den Sticker Craft, wenn ich den Stick jetzt schnell finden werde. Der was halt ein bisschen ins Geld geht, aber für ihn meiner Meinung nach extrem lit aussehen wird. Und zwar, wenn ich hier diesen Sticker take und den hier auf die Neon drauf klatsche. Stellt euch vor, ihr habt hier diese USPS, sag ich mal, viermal den Sticker drauf. Wird das nicht nice aussehen? Das wäre so. Ich meine, das Ding ist, übers Face würde ich das nicht drüber kleben, glaube ich. Wenn ich halt sage, hier nen und hier nen. Und da unten am Handle vielleicht irgendwas, was ins Blau geht. Wobei der Sticker da auch schon gut rüber kommt, weil das halt ein Holo ist. Da könnte man vielleicht auch, was haben wir denn, blau, 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 blau. Einen LDLC könnte man da unten am Handle drauf klatschen. Ich glaube, das wird insane rüberkommen in Game. Aber jetzt mal meine Frage an euch, Jungs. Glaubt ihr, kommt das cool rüber? Ich meine, über den Preis von den Sticker brauchen wir nicht reden, aber das wäre halt so dann die also meine Favorite USPS und würde sogar dann die andere ablösen, was ich halt habe, die Kill Confirmed. Wobei ich die auch schon ziemlich nice finde, weil die gelben Sticker von Gott sind halt komplett mit dem Artwork, mit dem roten rüberkommen. Also mal nur so eine kurze Frage am Rande. So, dann war es dann auch schon wieder mit dem Video, Boys. Ja, gezogen haben wir mal wieder nichts. Ist halt ja, geben Kisten ist halt immer Bullshit. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen, über einen Kommentar auch und über ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. So verpasst ihr keine weiteren Videos, keine Case Openings und auch keine Giveaways von mir. Somit sage ich auch nochmal noch Ciao und bis zum nächsten Mal. Lü. Euer Alex.